Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Talk mit mir Emmy und mir, eurem dunklen Lord. Du brauchst immer so lange zum Antworten bei der Begrüßung. Schneid's weg. Wenn ich dran bin. Nee, das bleibt drin. Ja, welches Thema haben wir heute? Mods. Genau, wir haben Mods. Wir können es, komm, wir machen das Ganze nochmal. Wir haben nämlich PvP, PvE. Ich denke schon, was macht er jetzt? Was haben wir jetzt? PvP gegen PvE. Scheiße. Ey, lass mich das als Gag reinnehmen. Welche ist das? Da habe ich doch schon alles umfasst per Mods. Okay, ey, das schneide ich mit rein, ich schwöre es dir. Das war gut. What? Okay, nochmal. Mit. Ich wollte gerade anfangen. So. Hallihallo. Ich kann nicht warten. Ah, scheiße. Wenn es Elmo passiert ist, ne? Das ist wie bei so Outtakes von Filmen. Wenn englische Schauspieler anfangen zu lachen, dann ist es vorbei. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Talk mit mir, Emmy, und eurem dunklen Lord. Imperator. Und welches Thema haben wir heute? PvP versus PvE. Genau. Ja. Wir hätten uns davor ein paar Punkte aufschreiben sollen. Egal. Ja, wir gehen jetzt hier die Unterschiede durch. Wobei, ja, man weiß gar nicht, welche Seite man mehr drauf eingeht. Das kommt, glaube ich, drauf an. Was ihr spielen wollt. Wollen Spieler gegen Spieler, also dass man sich gegenseitig ans Leder könnt? Oder wollen eher arg im Ruhige kennenlernen und erkunde? Dann ist es PvE, was heißt, dass Spieler gegen Spieler sich nicht verletzen kann. Genau, dass man praktisch das Bauen im Vordergrund hat und die meisten PvE-Server haben auch Roleplay auf dem Server, wo es dann wirklich darum geht, da wirklich eine Rolle zu spielen. Und aber nicht alle, und ich glaube, man muss es auch jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es immer lustig. So, das sind so die Unterschiede. Bei dem einen ist es halt PvP, ist so, dass man da wirklich drauf geht, um anderen Leuten zu schaden. Ja, so kann man das eigentlich sagen, ne? Spaß dran hat, ja, Sache zu zerstören. Ja, natürlich auch Spaß und mit den anderen auch und so weiter und so fort. Aber ja, so grob gesagt. Und PvE ist da wirklich, dass man so easy beasy sich so schön irgendwie was Schönes bauen kann. Es muss nicht PvP-like sein, sondern wirklich schön bauen kann. Aber man sollte auch erwähnen, dass man im PvE definitiv ist das eigentlich immer so, dass man die Möglichkeit hat, PvP zu machen, wenn es abgesprochen ist, oder ist das jetzt vom Server-Einstellung abhängig? Nö, man kann Krieg erklären, und der, dem man den Krieg erklären will, muss dann aber auch das dann bestätigen, dass der dann auch den Krieg haben will. Wenn das dann passiert ist und beide Bestätigungen da sind, dann kann man sich gegenseitig verletzen. Sagt der End, ich will, und der andere sagt nö, dann ja, steht man immer noch da und kann nichts machen. Genau, aber die Möglichkeiten sind zum Beispiel da, ne? Also man muss ja nicht unbedingt ganz auf PvP, auf einem PvE-Server verzichten, sondern auch da gibt es Möglichkeiten, die dann aber natürlich anders und komplizierter irgendwie, also in meinen Augen sind. So. Ich bin eigentlich eher PvE-Spieler, weil ich halt eben diese ganzen Taktiken und diese Waffen, ich kenne bis heute keine einzige wirkliche Waffe, auf das Thema freue ich mich auch schon, da wirst du Spaß mit mir haben. ich bin eigentlich ein PvE-Spieler, aber ich habe noch nie auf einem PvE-Server gespielt. Ganz einfach, weil, ja, was ist das Ziel, weißt du? Weil natürlich, du baust schön und meinetwegen kannst du es dem einen oder anderen auch zeigen, aber was dann? Was dann? Da ist dann nichts. Wofür zähmst du Tiere? Du brauchst keine T-Rexe, weil du ja gar nicht kämpfst. Ja, doch. Also ich könnte da ein paar PvE-Ziele nennen.
Ja, was? Also, wie du schon sagst, man muss echt schön die Base bauen. So, hat man das erreicht? Die Base gefällt ihm, perfekt. Dann tut man die Innereinrichtung noch anpassen, passt. Gut. Als PvE-Spieler geht man hier und guckt, dass man eventuell jedes Tier, das zu tame geht, tamed und in seinen Besitz bringt und dann natürlich auch noch in der bestmöglichen Level. Das dauert dann erstmal noch mal ein paar Tage, Jahre. Fast, würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass man innerhalb von 3 Monaten jedes Tier im perfekt tame erwischt. Dann, es gibt so versteckte Kiste auf der Map, dass man sich vornimmt, da alle zu finden, um die Erfolge in Steam freizuschalten. Und ja, für mich das persönliche Ziel wäre, glaube ich, als PvE-Spieler die Tech-Höhle zu bestehen, durchzumachen und zu siegen. Und das Ganze ohne Gecheate, weil ich habe da auch schon auf YouTube ein paar Cheater gesehen, die immer ganz schnell in die Luft gehen und sich das angucken wollen. Aber der richtige PvE-Spieler macht das auf Normal und kämpft sich quasi da hoch. Mhm. Aber okay. Ist das dann überhaupt noch PvE, wenn der da hochgeht und macht dann PvP gegen den Endboss? Oder tue ich das jetzt falsch, sie, weil der PvP Boss ist ja Player eigentlich von gegen Player. Ja, also ist es kein PvP, gut. Nee. Also, das sage ich jetzt einfach mal so, ne? Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall. Gut, ja, stimmt, das ist kein PvP. Ja, ja, ist so wie wenn ich gegen Rex kämpfe, der beißt mich ja auch, klar. Also, so würde ich es jetzt sehen. Also, PvP, Hanna, so, die Feinde, sorry. Was ich aber bei PvP schön finde, ist, ich mag ja die Kämpfe und die Raids und so weiter, aber ich mag kein Teil davon sein. Ich meine schon alleine zum Schutz meiner eigenen Truppe, weil, meine Schüsse landen meistens nie bei dem Gegner. Und, du solltest jetzt eigentlich, du hättest jetzt... Awesome. Nein, du hättest jetzt eigentlich sagen müssen, ach Quatsch, Emmy. Ach, Emmy, die Löcher in meiner Flakrichtung hinne auf dem Rücken, die kommen auch vom Feind. Ja, richtig, ne? Ich meine, hat ja keiner gesehen. Ich weiß noch, das war auch bei den Franzosen. Ich schieße, ich denke, oh, der Quetzel blutet schon, ich hab ihn gleich. Dabei warst du das mit Rexis. Ah ja, das wäre ich noch. Ich denke mir, wo kommen dann die Schüsse her? Der Gegner ist doch schon ins Eck geflohen. Ja, das war ich. Und dreht doch 2 Runden, bis es dann, ja, ich hier auf. Und ich dann immer, da ist der Quetzel, da ist er, und keiner hat den gesehen. Und ich habe schon gedacht, warum sehen die den nicht? Und der war noch auffällig bemalt, also. Ja, das ist, weil die Gegner hatten auch einen auffällig bemalten und ich habe die Unterschiede nicht gesehen. Also für mich müsste da drüber dick und fett stehen, Gegner, Verbündeter. So, ne? Da das ich das genau ist was, wo Wildcard echt, ja, die Reichweite von der, ja, Name oder wenigste Teammitglieder. Genau, so ob das jetzt ein Fremder ist oder nicht, dass man das besser sehen kann. Ich stelle mir doch sowas vor wie beim Tech-Helm, da gibt es ja die Einstellung, dass dann Gegner grün umrandet sind und Feinde rot, wer es schon mal gesehen hat. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Aber, dass man, oder die Möglichkeit hat, weißt du, weil viele denken sich, brauche ich nicht, ja, bei mir geht das auch so, aber hier bei so einer Emmy zum Beispiel, da geht das nicht so. Dann liegen die ganzen Teammitglieder auf dem Boden und ich bin, naja, egal, zumindest so. Aber ich bräuchte sowas, wirklich, das ist wirklich eine Sache, die müssten sie noch einbringen und dass man die aber auch an- und ausschalten kann, je nachdem, ob man es braucht oder nicht. Ja. Weiter, so, PvP, ich gucke gerne zu. Ich gucke wirklich gerne zu, weil es interessiert mich. Und ich habe auch schon einiges beim Zuschauen gelernt, zum Beispiel über Raids. Ich bin kein Profi, nein, ne, aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt kein extremer PvEler. Ich habe gerne zum Beispiel auf einem PvP-Server Events bauen. Da kann ich schön bauen und bin trotzdem auf einem PvP-Server. Und das Ziel ist, dass die Leute das Event benutzen, was ich gebaut habe. Und so haben wir wieder sowas. Da kommt dann der PvP-Spieler und sagt, die PvEler haben wieder Kolosseum gebaut. Ja. Aber ohne die PvEler wie Emmy oder Co. würdest du als PvP-Spieler gar nicht erkennen, ohne die Details, wo sie sich reingekniet haben, stundenlang, dass das ein Kolosseum sein soll.
Ansonsten wäre das einfach nur ein Quader aus Steinstruktur. Oder Metall. Metall, Holz, Klotz. Metallklotz. Einfach ein Klotz. Ja. Und nur weil du dich hier jetzt zum Beispiel ins Detail gekniet hast, mit Flagge, Fackle und was es nicht alles in Ark angebot wird, um das Ding authentischer zu einem Kolosseum wirken zu lassen. Ja. Also, genau. Ich bin da immer wieder beeindruckt, was Nando als Zaubern, weil ich bin ja auch der PvP-Spieler und ja, einfach das Ambiente oder das Flair, wo dann von einem Gebäude ausgestrahlt wird, die Aura, ja, das habe ich gesucht. Genau, genau. Das, ja, aber da triffst du das genau ganz cool. Mir ist zum Beispiel immer wichtig, wenn ich meine, wir sind jetzt beim Thema Events, aber hat ja auch was mit PvP, PvE zu tun, weil da kommen zwei Welten aufeinander. Einmal die PvE-Spieler, die das wirklich dahin klatschen und das Gebäude muss Funktion haben, aber das ist ein Thema für Events. Und da, ich denke, da wird es auch einen Livestream drüber geben, eher über das Thema. Und dann kommen aber die PvP-Spieler, um das zu benutzen. Und da treffen die zwei Welten dann irgendwie zusammen. Ohne, dass sie, für die meisten wissen das gar nicht, ne? Hm. Aber mir ist wichtig, dass man in so ein Gebäude reinkommt und wirklich diesen Wow-Effekt hat. Natürlich trifft man den nicht immer, ne? Weil jeder hat auch so seine eigenen Geschmäcker und bei manchen sind halt mir die Hände gebunden, wenn ich halt eben keine Mods zur Verfügung habe fürs Bauen. Aber ansonsten, ich möchte, dass man reinkommt und wirklich interessiert rumläuft. Boah, was ist da und sich wirklich alles angucken möchte. Und wir haben da schon ein paar wirklich richtig, richtig coole Gebäude gehabt, muss man ja schon mal sagen. Ja? Also ohne jetzt eingebildet zu wirken, aber da sind schon einige Dinge bei gewesen. Wir haben, nee, gar nicht, das ist ein Thema für Events, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Aber das ist zum Beispiel mein Ziel auf einem PvP Player. Wenn ich da wirklich anfange zu bauen, dann baue ich ein Event und hoffe, dass es, bis jetzt hat es den Leuten gefallen und die haben immer im Chat geschrieben, boah, cool und so weiter und so fort. Wie lange hat denn das gedauert, bis wir das gebaut haben, dass das so aussieht und so, ja, ja. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für Events, weil da gibt es jetzt noch drüber mehr zu sagen, aber wir sind bei PvP, PvE, genau. Ja, bei PvP geht es definitiv härter zur Sache. Also ja, bei PvE. Ja, da wird die Base schnell hingeklatscht, die muss einfach nur funktionieren, völlig egal, wie die aussieht. Genau, die da ist nichts mit schön. Da geht es um Sicherheit. Richtig. Sicherheit der eigenen, des eigenen Loots und der eigenen Tiere. Das muss nicht schön aussehen. Genau. Funktion, ne? Es muss gefährlich aussehen. Es muss eine Funktion haben. Mhm. Und, aber das fängt auch schon, der Unterschied ist auch beim Farmen, glaube ich, schon wirklich bemerkbar. Denn du gehst farmen und brauchst bei PvE keine Gedanken machen. Weißt du, du kannst farmen und zurück und brauchst keine Gedanken machen, dass du da irgendwie abgefarmt wirst. Obwohl es da ja auch bei vielen PvE-Server da Unterschiede gibt mit den Einstellungen. Aber eigentlich ja, brauchst du dir... Ja, es gibt da PvP-Spieler, die auf PvE gehen und dann halt da die Mechaniken ausnutzen und dann trotzdem irgendwie Schade zu verursachen. Nennen wir jetzt einfach mal Agentabis. Du fliegst mit Agentabis, schnappst da Skorpion und werfst ihn bei irgendeiner PvE-Base ins Gehege. Ist ja, nicht schön. Jetzt bringst du Leute auf eine Idee. Nein, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das halt eben das Allgemeine, das Normale, das ohne ein Drecksack zu sein. Hm. Ja gut, sieht man nicht mehr ganz so oft bei Ark, aber es gibt immer noch ehrliche Leute. So. Jedenfalls, da brauchst du keine Angst haben, abgefarmt zu werden. Bei PvP ist das echt schon, ja, anders. Immer umschauen. Und man sollte, also ich zum Beispiel, mir wurde eine Flakrüstung gegeben, mir wurden Waffen gegeben, Farmzeug und so weiter. Und dann hier, ich war ja eigentlich so nur der Farmer immer gewesen. So, und irgendwann, ich war schon zum zigsten Mal draußen farmen, hat irgendjemand anders aus unserer Gruppe angemotzt, warum gehst du in voller Bekleidung raus? Du ziehst dir einfach eine andere Rüstung an zum Farben und ich war immer voller Montur Farben, immer. Das war, ja, das ist lustig, weil... Mall-End-Server, ja, ja. Weil normalerweise zieht man sich da ja an, wenn man wirklich, man muss damit rechnen, dass man abgefangen wird, ne? Und gerade auf Office-Server ist das ja noch extremer, ne? Weil, ja... Auf vielen privaten Servern ist das ja oft so, dass wenn du jemanden begegnest, dass man da irgendwie ins Gespräch kommt,
Aber Office-Server ist da eigentlich, glaube ich, schon härter, wo das du echt damit rechnen töten. Musst. Genau. Du musst rechnen, wenn dich jemand sieht, dass es da zum Kampf kommt. Da es ja dazu ist, dass man gar nicht weiß, spricht der meine Sprache. Auf deine offizielle Server, das weiß man ja jetzt nicht. Also ist es das einfach Waffe ziehen, dann Fragen stellen. Ja, genau. Und das ist nicht so meine Art, das mag ich nicht. Wobei ich deshalb wahrscheinlich auch im PvP nicht so, dass das nicht so meins ist. Zu dem Thema mit dem PvE habe ich auch noch was. Und zwar geht das von den PvE-Spieler an die PvP-Spieler. Und es ist mir jetzt egal, wie in ihr die Sache sehen, aber ich weiß ganz genau, dass die ganze PvE-Spieler diese Armor-Pflanze lieben. Und diese Idee kommt eigentlich von einem PvE-Spieler, dem die Blumentöpfe einfach nicht gefallen haben und der die dann umgebaut hat, und der PvP-Spieler hat dann gesehen, ach guck mal, da kann man ja den Blumentopf gar nicht mehr verletzen. Aber die Idee war PvE-Spieler, weil ich wollte einfach nur darauf hinaus sagen, der PvE-Spieler ist meistens kreativer und der PvP-Spieler sieht dann die Waffefunktion da drin. Genau, bei dem PvE-Spieler geht vieles halt eben um Schönheit und so weiter und so fort. Mhm. Und viele Sachen, die dann ein PvP-Spieler sieht, denkt sich, Moment, ne, da kann man was rausmachen. Was, das geht so, das kann man so machen, das funktioniert dann so cool. Ja. Ja. Und da sind so Unterschiede. Aber ich muss dazu sagen, wir haben schon viele PvP, wirklich Hardcore-PvPler gesehen und auf den Servern gehabt. Und dann gab es einen Server, der mal wirklich eine Zeit lang gar nicht gelaufen ist. Und dann haben sich aus Langeweile die PvP-Spieler entschieden, zu dem Zeitpunkt gab es eine PvE-Zone auf dem Server, da haben die PvP-Spieler sich entschieden, mal in den PvE-Bereich zu gehen. Und dann fingen die an, da kreativ rumzuwerkeln und rumzubauen. Wirklich schöne Gebäude zu bauen, also Hut ab. Ja, ja. Da waren Sachen dabei, da war ich schwer beeindruckt. Ja, und die haben erkannt, dass das auch einen Sinn haben kann in dem Moment. Natürlich haben die gesagt, sobald es wieder mehr los ist oder so, gehen die wieder rüber in den PvP-Bereich. Haben einige gemacht, andere aber nicht. Muss man auch zu sagen, ne? Ja, ja. Also es wird viel über PvE gelächelt und abgewunken und so. Aber ich finde... man kann von einem PvE-Spieler echt was lernen als PvP-Spieler. Das auch, ja. Die ganze Tame-Falle zum Beispiel oder so. Ne? Nur als Beispiel jetzt genannt. Oder das genau. War mein erstes Beispiel mit der geschützten Pflanze. Wenn man sich überlegt, der PvE-Spieler sagt, mir gefällt der Blumentopf, ich mache das anders, dass man den Blumentopf nicht mehr sieht. Und der PvP-Spieler, der Blumentopf kann nicht mehr beschädigt werden, weil Metallstruktur oben drüber geht. Der Ente wollte es schön haben und der andere denkt sich, Waffefunktion. Das ist faszinierend. Obwohl, wenn man sich manche PvP-Basen anguckt, wir hatten jetzt auch schon öfters, oder ihr hattet schon öfters einen Server gehabt, wo ihr auch Mods von dem PvE-Bereich drin hattet. Und was war bei den PvP-Spielern los? Sie hatten alle ein Item, mindestens ein Item in der Base stehen, was so überhaupt nichts mit PvP zu tun hatte. Welche noch die Statue... Ja, oder wir hatten sogar mal so ein Herzchenbett, ne? Alle haben so drüber gelacht und so. Und irgendwie hat es jeder in der Base stehen gehabt. Jeder. Ich gar nicht, hat es überhaupt die Bettefunktion gehabt? Oder war es echt nur Deko? Ich glaube, das war nur Deko. Aber sie haben es, ne? Also das muss man... Ja, oder wir haben auf einem wirklich Hardcore-PvP-Server, das heißt Hardcore, ich sag jetzt Hardcore, wo es wirklich rein um PvP geht, da hatten wir schon eine Haarmod drauf gehabt. Damals, da war es noch eines noch dabei gewesen. Beautiful Hair. Ja. Nee. War es nicht Cute Hair? Irgendwas? Nee, Moment. Doch, Cute Hair, ja, ja. Genau. Und es ist jeder PvP-Spieler mit einer Frisur rumgerannt. Jeder. Und von daher, ne, also so ganz belächeln sollte man es nicht, weil sie, wenn man es auf dem Server hat, benutzen sie es alle. Und probieren rum und probieren aus. Ne? Also da kommen dann PvE-Elemente aus den Leuten schon noch heraus. Ich weiß nicht, auf welche Seite seid ihr? Schreibt es mir in die Kommentare,
was haltet ihr von der jeweils anderen Seite? Und ja, wir freuen uns über Feedback dieses Themas bezüglich. Natürlich könnte man da jetzt wieder näher drauf eingehen und vieles noch ansprechen, aber die Zeit drängt, wir sind da begrenzt. Und also, haut rein, möge die Macht mit euch sein. Genau, ciao, ciao.